Herzlich willkommen, Freunde, zur Eröffnung des 23. Türchens. Ja, wir sind schon beim vorletzten. Fangen wir mal mit dem Hecht und Barsch an. Und ich sehe, hoppala, das 23. Türchen hier. Dann bin ich mal gespannt, was da drin ist. Da haben wir zwei Gummifische in 11 cm Länge. Die sind relativ dünn. Das ist auf jeden Fall interessant. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare und dann nach den Aufnahmen, was, wofür man die benutzt, ob man die normal fischen kann, wie normale Gummifische. Und dann öffnen wir natürlich auch noch den zweiten Adventskalender. Dann haben wir hier das 23. Türchen. Und dort haben wir Gummifische drin in, ja, durchsichtig bzw. silber mit blauem Glitter in der Länge von 6,5 cm und es sind 6 Stück in der Schachtel enthalten. T-Tail Soft von Berkeley, also vor allen Dingen zum Forellenangeln gedacht. Aber ich denke auch, dass man damit hervorragend Barsche fangen kann. Und es hält 18 mal länger als normale Gummifische. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu den Aufnahmen. Genau, hier haben wir den Inhalt des 23. Türchens. Wir fangen mal mit den Gummifischen an. Mit diesen roten Gummifischen im Glitter. Und ich glaube, man sieht das auch ziemlich gut. Die sind nicht voluminös, sondern die sind sehr flach. Wie gesagt, 11 cm. Hinten steht leider nichts drauf. Schreibt mir mal gerne in den Kommentaren, wofür man diese relativ flachen Gummifische verwendet. Und dann kommen wir auch zu den zweiten Gummifischen. Ich hoffe, man sieht das hier auf der Kamera. Diese gerippelten Gummifische, wie gesagt, durchsichtig bzw. silber mit blauem Glitter. Haben wir hier einmal die Vorderseite. Und dann gibt es natürlich auch für euch noch die Rückseite für die Leute, die sich da etwas durchlesen möchten. Und dann haben wir hier nochmal die Infos, 6 Stück enthalten, 6,5 cm. Genau, das war der Inhalt des vorletzten Türchens und ich hoffe, wir sehen uns morgen dann zur Eröffnung des letzten Türchens, zur Eröffnung des 24. Türchens.